Jetzt will ich mal, es ist jetzt ein Test. Es ist jetzt Test mit dem Reparaturstatus. Fuck! Fuck, 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 fuck! So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Euro Landwirtschaftssimulator 2019. Ich muss mir das mal erstmal dran gewöhnen. Wir kaufen uns natürlich heute unseren Mandrin. Sieht geil aus, die Kabel. Ja, es soll unser sein. Aber war da rotes Signal? Achso, die Ampeln sind, die Dings sind rot. Ja, dann machen wir mal lieber Party Hearts, weil nicht, dass wir irgendwann mal hier sind und dann kommen wir nicht durch. Das wäre jetzt sehr, sehr schade. Ich glaube, das reicht eigentlich auch, wenn noch rot angezeigt wird. Und da sind wir in dem kleinen... Was ist denn das richtig? Das ist Buggy Yard? Wir wollten ja mal hier hochfahren. Also in die Stadt mal fahren. Und uns mal die Stadt angucken. In der Zeit machen unsere Helfer das. Ich bin jetzt sowieso derjenige... Das ist genau das gleiche mit den LKWs oder mit den Mopeds, die man so ein 17er bzw. 18er holen konnte. Die sind viel zu schnell. Also man kann die nicht richtig steuern. So, wir werden mal hier lang fahren. So, auf den ersten Schlag sieht die Stadt groß und gut gebaut aus. Oh, hier können wir, ach, hier ist die Bank. Ach stimmt, ich glaube, wir haben Kredit, haben wir auch noch. Heute gucken wir uns mal, glaube ich, ein bisschen... ...die Stadt hier an. Aber irgendwie ist das scheiße zu lenken hier. Irgendwie ist das mies. Hier müssen wir, glaube ich, gucken. Nee, Zeitskalierung, nee, ich glaube hier nicht. Lenkgeschwindigkeit. Aber trotzdem ist er nicht so schnell. Aber das Spiel jetzt gleich schon aus. Ja, komm, wir probieren das Spiel mal aus. Ah, wir können hier was anhängen. Also gefallen tut mir das Fahrzeug nicht. Ich habe die Lenkgeschwindigkeit. Achso, lenkt zur Rückgeschwindigkeit. Kamera. Allein die habe ich ja schon hochgenommen. Also die ist ja auf 100. Und die ist ja langsam. Das ist ja mies. Also, gefallen tut es mir nicht. Ich hoffe, da kommt noch ein Update, was das ein bisschen behebt. Schön im Schiffen hier. Was schafft denn das Fahrzeug überhaupt? 97 Spitze. Dafür kann man das danach nicht mehr kontrollieren. Pass auf. Ja, sage ich ja. Alles gut? Also, wir haben auch einen Reparaturstatus, aber der geht nicht kaputt. Habe ich da auch noch eine Einstellung, die das macht? So, Lohns haben 400. Wir fahren jetzt mal Richtung Hafen. Gucken wir uns mal den Hafen an. Bis jetzt sehe ich wieder geile Kräne. Fahren hier. Dann ist bestimmt hier Verkauf.
Aber hier hinten ist irgendwie... hier. Da ist der Verkauf. Okay. Hier werden dann die Lade kriegen. Also hier müssen wir nur abkippen. Aber ich gewöhne mich langsam so an den Mahindra. Mahindra. Hm, komm schon. Was sagt denn der? Och, niedlich, niedlich, Junge. Ja, Mama, Junge. Also, wer hofft bei mir mehr so die Feldarbeiten zu sehen, ist bei mir eigentlich an der falschen Stelle. Weil ich bin mehr, wie gesagt, der die Helfer machen lässt. Weil ich aus nicht die Ausdauer habe und nicht gerade so gerade bin, was das Fliegen angeht. Deswegen, wenn wir Multiplayer machen, dann bin ich mehr so derjenige, der Transport macht oder so. Aber das Fahrzeug ist überhaupt nicht meine. Man kommt schon schnell von A nach B. Und mich würde es nur mal interessieren, ob die Autos auch so sind. Ist auch, weil es so schnell zurückgeht. So, wir fahren jetzt mal zu unserem Hof. Das Auto belasse ich trotzdem. Also das Fahrzeug, ich weiß nicht warum, aber ich belasse es einfach mal. Das bleibt. Vielleicht war es auch dämlich anzufangen. Ist es eigentlich eine random Sache, was für eine Frucht auf den Hof an, also auf dem Stadthof ist, oder? So, gucken wir mal. Wir haben... Da hinten ist die Beladefläche. Okay. War, glaube ich, nicht ganz so schlau. So, und wir können ja... So, hier kann man nichts machen. Aber irgendwie soll man hier rein können. Und schlafen können. Okay. Oh, ist das geil gemacht. Oh, nice. Gut, wir haben zwar keine zweite Tür. Nee, den wollen wir nicht. Wir übernehmen jetzt einfach mal, lieber Helfer. Schön, dass du gearbeitet hast. Damit ihr mal seht, wie ich eigentlich arbeite. Ich muss wirklich in Außenperspektive arbeiten, weil sonst erkenne ich nichts. Wie gesagt, das ist schade und die Frucht. Das tut mir auch leid. Manche Leute, die hätten jetzt sich das Gegenteil gehofft und hätten jetzt geerntet. Ich aber nicht. Obwohl, wir könnten was anderes machen. In der Zeit. Wir könnten uns mal die Aufträge angucken. Das werden wir auch machen. Wir haben nämlich hier die Aufträge. Vertrag transportieren. Transportiere den Gegenstand von Tankstelle zum... Ernten, düngen. Ich will mal transportieren machen. Transportiere von Tankstelle. Ja, ist die Frage, was ist das für ein Gegenstand? Okay, wir müssen auf den Berg hoch. Wie kommen wir da am dümmsten hin? Da wollten wir sowieso hochfahren. Also hier hoch müssen wir also abbiegen. Wir gucken uns erstmal das an. Genau. In der Zeit, der Helfer macht das. Wir haben ja genug Geld gerade. Wir gucken uns einfach mal an, was wir da können. Und schön blinken hier natürlich. Und die Kamera wieder anmachen. Ah, komisch, dass da oben die Tankstelle ist. Also, ich krieg hier nicht genug von dem Spiel. Vielleicht müssen wir uns ein Auto dafür kaufen. Ich weiß nicht, was das für ein... Es steht ja auch nicht, Saal. Das ist ja die Scheiße. So.
merke gerade, dass ich wie Druck auf dem Ohr hatte. Jetzt ist es für mich wieder ein bisschen lauter. Ich hoffe, die Parts sind nicht zu laut für euch. Ich werde hier erstmal 3 Parts aufnehmen, bearbeiten, hochladen. Denn am Wochenende werde ich keine Zeit haben. Morgen wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß es nicht, wie ich das jetzt plane. Also hier darf Multiplayer ist immer zum Glück ein Nebenteam wahrscheinlich, wenn wir was machen. Da kann man sich ja locker absprechen. Aber ich krieg das langsam aus mit dem Fahren. Man darf bloß nicht zu schnell fahren, sonst ist man am Arsch. So, jetzt zeig mir her, was ist denn das für ein Gegenstand hier? Ach so, nein, das ist... Oh. Wir müssen da hochfahren. Es ist gut gemacht. Jetzt will ich mal... Es ist jetzt ein Test. Es ist jetzt Test mit dem Reparaturstatus. Fuck! Fuck, 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 fuck! Ja. Garage, wo kann ich die einsehen? Fahrzeuge. Wo kann ich mein Fahrzeug zurücksetzen? Will ich dafür aussteigen? Zurücksetzen. Ja. Sag nicht. Oh, es geht sogar der Stromabnehmer hoch, auch wenn er nicht dran ist, aber. So, dann fahre ich jetzt mal richtig. Gucken wir uns das mal an der Tankstelle. Aber ich habe jetzt das Spiel schon zweimal getestet. Irgendwie, ich weiß nicht, kriegt der... Kriegen die Schäden, wenn die kaputt gehen nach und nach? Also wenn man sie benutzt. Kann ja auch ganz gut möglich sein, dass erst dann die Schäden entstehen. Wenn man zu schwer Sachen zieht oder so. Brauchen wir ja dann auch noch Anhängerchen. Aber darum kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist. Hui! Gut, das war zu schnell. So, Tankstelle ist hier. Oh. Die Tankstelle, ja gut. Na geil. Das sind zwar die einfachen Sachen. Möchtest du wirklich die Lohnleistung abbrechen und auf deine Bezug? Ja, weil es bescheiden ist. Ja, Mietkosten, geil. Wie konnte ich denn? Ich konnte hier. Also der schlägt mir ja vor, aber der hat mir ja nicht vorgeschlagen. Für 19. Das ist ja zwei jetzt Schuss in den Ofen. Das war jetzt wirklich Team Rocket 2.0. Och, ist das mies. Das hätten sie mal hinschreiben müssen. Wir werden
dann fahren wir mal hier lang. Und dann misch, lasst mich. Was sagt denn überhaupt die Uhrzeit? Die Uhrzeit sagt 12 Uhr. Ach, das ist scheiße, geht schnell. Die Uhrzeit schnell vorbei. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir nur noch einen Daumen runter. Schreibt in den Kommentaren, ob mehr davon sie will auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Ciao.